Ja, schönen guten Morgen. Wie schon gesagt, ich bin Sebastian von CADUS. CADUS ist eine Hilfsorganisation, die sich in Berlin vor ungefähr 1,5 Jahren gegründet hat, aus so subkulturellen Zusammenhängen. Zum Teil mit sehr viel Erfahrung in der Feldarbeit, zum Teil über 15 Jahre in humanitären Hilfe. Zusammengefunden deswegen, weil wir abgegessen waren davon, wie es bei vielen Organisationen läuft. Deswegen auch dieser hochtrabende Titel Redefine Global Solidarity. Ob wir das immer so einhalten, werden wir sehen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich vor dem Podium hier vielleicht einen Vortrag halten kann, weil ich bin von IT so weit entfernt, wie man das nur sein kann. Also ich bin froh, wenn ich einen Rechner an- und auskriege. Meistens lasse ich ihn an, damit nichts passiert. Aber tatsächlich kann ich, glaube ich, ganz guten Überblick darüber geben, wie der Ist-Zustand gerade ist und mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben im Feld sozusagen. Ich werde nachher versuchen, Lösungsansätze darzustellen. Seid geduldig mit mir und seid gnädig, weil ich habe mir die Fachbegriffe aus Wikipedia rausgezogen. Die stehen so auf den Folien drin. Ich glaube, ich kann die Ideen ganz gut skizzieren. Tiefgehende Fachfragen, da wird es irgendwann schwierig. Da bin ich eher über Anregungen dankbar. Ich möchte ganz kurz darstellen, was wir als CADUS jetzt machen, warum wir der Meinung sind, dass man bei so Kommunikation und Katastrophe vielleicht nachlegen sollte, wo wir gerade unterwegs sind, wo wir jetzt gerade im Einsatz stehen und auf was für Schwierigkeiten wir da stoßen. Unser Haupteinsatzgebiet momentan ist Nordsyrien, auch bekannt als Rojava. Das sind die dort kurdisch befreiten Gebiete, also mehrheitlich kurdisch befreiten Gebiete. Dort arbeitet gerade quasi fast niemand, es ist vielleicht noch eine Handvoll NGOs, fünf an der Zahl, die man dort vor Ort findet. Wir machen da zurzeit Ausbildungsprojekte für Paramedics, also für Sanitäterinnen und für Pflegerinnen, mit dem Schwerpunkt natürlich chirurgische Versorgung, weil es ist ein Land im Kriegszustand, wo wir einfach schauen müssen, den Leuten wieder die Skills beizubringen, ihre Gesellschaft selbst zu versorgen. Wir arbeiten dort mit einer zivilen Hilfsorganisation zusammen, Heyvasoh Akkurd, im kurdischen Roten Halbmond. Das zweite große Projekt ist daraus entstanden, dass in solchen Bürgerkriegsgebieten von den Kombattanten gerade Einrichtungen der zivilen Versorgung hauptsächlich Ziel von Anschlägen und Attacken sind. Das sind jetzt mal Bilder von Krankenhäusern aus Kobane. Kobane ist den meisten von euch vielleicht bekannt aus dem letzten Jahr. Die Stadt, die fast vollständig vom Islamischen Staat eingenommen war, bis auf wenige Straßenzüge und sich dann wieder freigekämpft hat. Das ist so ein Beispiel für ein Krankenhaus von MSF, von Ärzte ohne Grenzen, wie es nach dem Granatbeschuss aussieht. Und da seht ihr uns in der Krankenstation, die gerade vor einer Woche dem Erdboden gleichgemacht wurde in Tel Tamir, also im Frontgebiet zum IS, wo wir auch ausgebildet haben. Unsere Reaktion daraufhin war zu sagen, hochgefährliches Gebiet, stationäre Einheiten dort aufzubauen, schwierig. Weswegen wir gerade an einem Konzept für ein komplett mobiles Krankenhaus auf Allradbasis arbeiten. Da sind wir gerade in Berlin dabei, den ersten LKW umzubauen. Bei den weiteren LKWs mangelt es gerade noch so ein bisschen an den Finanzen, aber wir sind dran. Mit dem Konzept dann im Nordirak und in Nordsyrien komplett mobil, zweiwöchentlich wechseln zu können, aus Sicherheitsgründen einfach, um unsere Teams und die Teams, die wir zusammenarbeiten, nicht zu gefährden. Wir engagieren uns in der technischen Rettung vor Ort. Wir versuchen gerade so Feuerwehrbasiswissen, was es hier gibt, in Form von hydraulischen Rettungssätzen nach Nordsyrien zu bringen, da nicht nur Rojava, weil das muss man auch mal klar sagen, das ist nicht die Region, die es gerade am schlimmsten trifft. Aleppo zum Beispiel sieht momentan noch wesentlich ungünstiger aus. Und unser letztes großes Einsatzgebiet ist jetzt Lesbos, wo wir nächste Woche starten mit einem eigenen Boot. Das ist daraus entstanden, dass wir mit den Communities auf den Inseln selber in Kontakt getreten sind. Es gibt ja da dieses massive Problem, über 800.000 Rettungswesten, die rumliegen, woraus wir gerade ein Upcycling-Projekt machen, welches wiederum die Seenotrettung vor Ort finanzieren soll. So viel zu uns, wo wir gerade stehen. Nun zu dem grundsätzlichen Problem. Die Folien sind generell in Englisch, aber das sollte, denke ich, kein großes Problem sein. Als erstes Beispiel möchte ich da Haiti zeigen. Haiti 2010, das Erdbeben. Es gab ein massives Erdbeben mit mehreren Nachbeben. Bei dem Erdbeben, das den Hauptschwerpunkt in Port-au-Prince, in der Hauptstadt hatte, sind fast 300.000 Menschen ums Leben gekommen. Es sind unglaublich viele Menschen obdachlos gewesen. Und es gab eine sehr schnelle, sehr beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft. Man muss dazu wissen, die Infrastruktur war komplett zerstört.
Also man muss sich das so vorstellen, Krankenhäuser kaputt, alle Funkanlagen kaputt, Telefonnetze kaputt, Abwasser, egal was man sich vorstellen kann, alles tatsächlich zerstört. Und innerhalb kürzester Zeit waren unzählige Hilfsorganisationen vor Ort. Haiti hatte den großen Vorteil, dass die USA sehr nahegelegen ist und die USA immer so ein bisschen in der Region auch schaut, wie sie sich politisch aufstellt. Die hatten in 0, nichts eine ganze Luftlandeeinheit, eine ganze Division, die 82. Luftlandedivision auf Haiti. Die haben natürlich technisches Besteck dabei gehabt, mit dem sie sehr schnell eine grundsätzliche Telefonnetzversorgung wieder gewährleisten konnten. Das heißt, auf Haiti war es nicht das Problem, telefonieren zu können, sondern die Frage war tatsächlich eher, mit wem kann ich denn überhaupt telefonieren? Wer ist denn überhaupt da? Dadurch, dass erstmal das Telefonnetz, das örtliche Telefonnetz, komplett zerstört war, war alles an Wissen, was es vorher gab, nicht mehr gegeben. Wie erreiche ich Ministerien, wie erreiche ich staatliche Stellen, was für Notrufnummern gibt es, die waren langfristig ausgeschaltet. Es wurde ja sozusagen durch die USA ein komplett neues Telefonnetz, Notfalltelefonnetz, on top draufgesetzt. Was also erstmal verhinderte, dass jetzt Helferinnen und Helfer mit den notwendigen Gütern zusammenkamen. Was mir von damals noch so in Erinnerung ist, ich bin 2 oder 3 Tage lang so ein bisschen ziellos durch die Gegend geirrt, um rauszufinden, wo denn jetzt die große Zentralapotheke ist, wo die Hilfslieferungen kommen, wo die kleineren NGOs sich für ihre mobilen Einheiten das Material abholen konnten. Einfach, weil dieses Wissen nicht über Internet oder irgendetwas abrufbar war. Es gab, wie gesagt, nur einen Notruf, nur einen Notfall. Telefonnetz. Das nächste Problem ist dann natürlich die Frage, wie koordiniere ich mich vor Ort mit den Plätzen, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Ja, es gibt unzählige Einsatzorte, es gibt wahnsinnig viele wildgewachsene kleine Refugee-Camps, die Leute suchen sich irgendwo ihren Space, wo sie sich zurückziehen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie erstmal sagen, wenn ein Nachbeben kommt, hier kann nichts passieren. Wie finde ich die? Wie kann ich sicher sein, dass sie versorgt wurden? Wie werden Informationen weitergeleitet? Wie kann ich also dafür sorgen, dass dieser Kreislauf, diese drei Dinge in irgendeiner Art und Weise miteinander gematcht werden? Hat auf Haiti gar nicht stattgefunden. Haiti war aus humanitärer Sicht ein Milliardengrab. Da sind unglaubliche Summen verschütt gegangen, weil die Hilfsmaßnahmen und die Hilfsgüter und die Betroffenen einfach nicht zueinander gefunden haben. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, es waren über 900 Hilfsorganisationen innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Nach 3 Wochen war das tatsächlich ein unüberschaubarer Schauplatz von großen Organisationen bis hin zu sogenannten Mongos, My Own NGO. Das ist gerade in den USA ein sehr beliebtes Ding. Bin christlich motiviert oder was? Du meine jetzt, was tun zu müssen, evangelikal oder was? Und mache halt eine Hilfsorganisation zu zweit, packe einen Koffer voll Medikamente und gehe halt in so ein Krisengebiet und meine, dort Hilfe leisten zu können. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine unüberschaubare Anzahl an Menschen und Organisationen ist, die man versuchen muss, in irgendeiner Art und Weise zusammenzufügen. In Woche 3 waren es, glaube ich, 12.000 Helfende vor Ort. Da sind die Soldaten der USA noch gar nicht mitgezählt. Unglaublich viele verschiedene Working Fields. Es ist ja nicht nur die Medizin. Das geht von Statik von Gebäuden, welche Gebäude sind noch sicher, sind einsturzgefährdet, über Leichenbergung, über Wasserversorgung, über Nahrungsmittel. Und selbst innerhalb von medizinischen Gebieten reden wir ja über ganz unterschiedliche Dinge. Ja, Langzeitversorgung, Akutrettungsdienst, Gesundheitsvorsorge, Impfkampagnen. Das alles zu matchen, Wahnsinn. Das einzige Tool, was es dafür gibt, wird zur Verfügung gestellt von der UNOCHA, vom Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Und das nennt sich Cluster Meeting. Cluster Meeting klingt total gut. Gibt es in linken Zusammenhängen total viel, nennt sich Plenum. Das meinen die dann ernst? 900 Organisationen vor Ort und es gibt ein Zelt, wo dann draußen Pläne dran geheftet sind und wo sich dann 900 Organisationen treffen sollen, um sinnvoll abzusprechen, wie man diese Notfalllage jetzt sozusagen unter Dach und Fach kriegt. Geht natürlich nicht. Infolge davon entwickeln sich zahlreiche Untercluster-Meetings. Es gibt also ein Health-Cluster, es gibt ein Technical-Cluster, ein Logistical-Cluster. Die gibt es dann auch noch teilweise national. Das THW geht natürlich zur Deutschen Botschaft und sagt, alle deutschen Hilfsorganisationen treffen sich jetzt hier. Warum, weiß kein Mensch, weil die Einordnung nach Nationalität keine sinnvolle ist in diesem Moment. Aber das ist der Ist-Zustand, wie es 2010 aussah und wie es auch heute bei Katastrophen noch aussieht. Das ist für den Fall, für das Fallbeispiel Naturkatastrophe mit massiven, weiträumigen Zerstörungen. Ähnliche Geschichte
ist jetzt das Beispiel Syrien, Rojava, dort, wo wir arbeiten. Wenn man sich diese Karte anschaut, einige kennen es vielleicht, die diesen Verlauf dort ein bisschen aufmerksamer verfolgen in den Medien. Das schwarze Gebiet ist das Gebiet des Islamischen Staates. Sieht riesengroß aus, wirkt schon kleiner, wenn man das reduziert auf die schwarzen Punkte. Das sind nämlich die bewohnten Siedlungen. Das heißt, ein riesiger Teil ist unbewohnbare Wüste. Die ist relativ einfach zu erobern, denke ich mal. Der rote Teil ist das, was die Assad-Regierungstruppen zurzeit noch besetzen. Der grüne Teil ist ein Melange aus syrischen Rebellen. Bekannt aus den Medien ist die Freie Syrische Armee. Dazu zählen aber auch viele islamistischere, noch nicht ganz IS-mäßige Brigaden. Also es ist ein wilder Mix, wo man immer nicht genau weiß, welcher Straßenzug, wer hat dort jetzt wie, wo, wann die Oberhand. Die gelben Gebiete sind mittlerweile das Stand Mitte Dezember, was die demokratischen Kräfte und die kurdischen Kräfte zusammen freigekämpft haben. Man reduziert das immer gerne auf die bösen Kurden, wenn man sie mit der PKK vergleicht. Da sind aber wesentlich mehr Player am Start. Also es gibt eine groß-assyrische Gemeinde mit eigenen Milizen, es gibt eine aramäische Gemeinde, es gibt arabische Einheiten, die miteinander unter einer Dachorganisation diese Gebiete freigekämpft hat. Jetzt muss man sich das so vorstellen, in diesen Gebieten gibt es keine Staatsmacht mehr zurzeit. In diesen Gebieten haben überall Kampfhandlungen stattgefunden. In diesen Gebieten sind irrerweise Flüchtlinge aus dem Nordirak, die freiwillig nach Syrien gehen, weil sie den nordirakischen Peschmerga nicht vertraut haben, sodass in diesem Bereich Syrien, der total zerbombt ist und der von allen Seiten mit dem Wirtschaftsembargo belegt ist, noch viel mehr Menschen sind aus dem Nachbarland, ja, die per se schon mal, da sie in Refugee-Camps leben, keine Kommunikationsstruktur mitbringen, außer ihren mobilen Endgeräten. In den Städten, die so tatsächlich aussehen, in dieser Stadt, das ist Kobane, leben zurzeit 40.000 Menschen in den Trümmern. Und das sind keine ausgewählten Fotos, um zu zeigen, wie schlimm das ist, sondern das sieht rundherum tatsächlich so aus. Gibt es natürlich auch keine bestehende normale Kommunikationsstruktur mehr. Wie machen die Menschen das da gerade vor Ort? Internet und Telefon funktioniert nur über das Netz, das abgestrahlt wird aus der Türkei. Das heißt, wer das Geld hat, kann sich glücklich schätzen, weil er kann halt mit Mobilkarten von Turkcell auch das Internetmobil nutzen. Wer das Geld nicht hat, der sitzt auf dem Trockenen. Heißt, hier auch wieder kein Staat, der in irgendeiner Art und Weise versuchen würde, das Ganze wieder zu richten. Assad hat gerade kein Interesse, in diesem Gebiet die Kommunikationsstruktur wieder aufzubauen. Keine UN spannenderweise, was bei großen Naturkatastrophen der Fall ist, weil die UN hier in Anführungszeichen nicht zuständig ist, weil es ein Bürgerkrieg ist. Und Assad die Genehmigung zur Arbeit in diesen Gebieten nicht erteilt. Die Türkei ist in der Lage, das Netz natürlich nach Belieben abzuschalten. Passiert auch immer wieder. Wer die Medien gerade verfolgt, es gibt gerade extreme Clashes im Norden vom kurdischen Siedlungsgebiet, was der Süden der Türkei ist. Da werden regelmäßig Internetdienste, Telefondienste von der Türkei abgeschaltet. Das betrifft dann natürlich auch immer den kompletten Bereich in Syrien, auf den das vorher abgestrahlt hat. Das heißt, die komplette Kommunikation über Logistik, über Infrastruktur, wo gibt es Krankenstationen, wo sind Krankenhäuser etc. etc., ist gerade runtergebrochen auf Zettel und Stift. Die gute alte Briefkommunikation. Das geht dann halt so weit, es gibt dort handgeschriebene Telefonlisten von Menschen, weil es gibt nicht mal mehr internetbasierte Spenderdateien für Blut. Wenn es also Schwerverletzte gibt durch die Kämpfe, dann haben die Krankenhäuser handgeschriebene Listen, wo sie halt durchgehen und dann von Handy zu Handy, wenn das Turkcell-Netz denn gerade funktioniert und nicht kollabiert ist oder abgeschaltet wurde, sozusagen händisch versuchen können, Spenderinnen für eine Warmblutspende zu finden. Also absolut irre Situation 2015, kann man sich gar nicht vorstellen. Das dritte Beispiel sind Massenproteste, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Die Beispiele sind vielzählig. Ägypten, der komplette arabische Frühling eigentlich, China, Dauerzustand, Thailand, überall da, wo Bevölkerung sich auflehnt und wo halt Organisationsprozesse stattfinden innerhalb von demokratischen oder weniger demokratischen Protestbewegungen. Ist natürlich so, wenn die Telekommunikation, wenn das Internet in den Händen des Staates ist, kann er nach Belieben Dienste einfach abschalten oder einschränken. Was für Lösungsansätze gibt es? Jetzt kommt der Part, wo ihr mich gnadenlos vorführen könntet. FireChat ist einer der ersten Anbieter im Messaging, die
Peer-to-Peer funktionieren, wenn denn die Netze nicht da sind, sagen aber selber, sie funktionieren bedingt. Ich selber habe keine Erfahrung damit. Problem bei FireChat ist, bislang ist das Ganze unverschlüsselt. Das ist natürlich für Massenprotestbewegungen dann denkbar ungünstig. Sie wollen es demnächst verschlüsselt anbieten, sagt der Hersteller, sagt der Anbieter. Problem ist, es ist ein reiner Nachrichtendienst. Das heißt, damit habe ich vom Organisationsgrad her noch gar nichts gewonnen. Ja, ich könnte also in Gebieten, wo das Netz abgeschaltet wird, wieder über Mesh-Netze kommunizieren, aber davon ist diese Organisationslage noch kein bisschen besser geworden. Dann gibt es verschiedene Ansätze, von denen ich zwei vorstellen möchte, die dieses Mesh-Networking benutzen und entweder mit einem Extender arbeiten oder sogar mit noch komplizierterer Hardware dahinter. Das eine ist ein australisches Projekt, das sogenannte Serval Project. Die haben 2013 Crowdfunding gemacht, um ihre Extender, ihre Funkextender für die Mesh-Netzwerke refinanziert zu bekommen. Das hat leider nicht funktioniert damals. Die hatten einfach die Idee, dass sie herkömmliche Funkwellen nutzen über diesen Extender, um in Katastrophengebieten wieder für eine Kommunikation zu sorgen. Problem ist das gleiche, Kommunikation habe ich dann zwar, Organisationsgrad habe ich immer noch nicht erhöht. Eine ähnliche Idee gibt es in Berlin, das sogenannte Ingenium-Projekt an der TU. Die sind ein bisschen weitergegangen, die haben tatsächlich zu der Hardware-Erweiterung auch eine App entwickelt. Eine App, die halt Bevölkerung in die Lage setzen soll, Missstände, Probleme in Katastrophen zu melden. Ich würde die hier mal selber sprechen lassen wollen von ihrer Website. Sie sagen dazu nämlich, hierfür wurde extra eine Website und App entwickelt, welche die Betroffenen wie auch die Rettungsdienste und staatliche Organe in gleichem Maße befähigt, organisierte Maßnahmen schnellstmöglich einzuleiten. Somit können Betroffene und Menschen vor Ort angeben, welche Straßen intakt, welche Hilfe benötigt und wo welche Hilfe bereits geleistet wird. Die Einträge werden analysiert und an die relevanten Stellen weitergesendet sowie in Karten verzeichnet. Hierdurch kann die Organisation verbessert, unnötige Wege vermieden und die Aufbaumaßnahmen schnellstmöglich eingeleitet werden. Das System ist so konzipiert, dass es eine sehr geringe Aufbauarbeit benötigt und bis zu einer Woche in der Luft bleiben kann. Sie reden von Luft, weil Ihre Idee ist, den Extender per Luftschiff, per fixiertem Luftschiff in den Katastrophengebieten zum Einsatz zu bringen. Könnte man jetzt sagen, dann ist das Problem ja gelöst. Aber aus einer praktischen Sicht, aus der Feldarbeit, kommen da mehrere Sachen, wo ich sagen würde, schwierige Geschichte. Punkt Nummer eins, das funktioniert nur in Katastrophengebieten, die ein hohes internationales Interesse hervorrufen. Denn es ist Technik-Equipment, was massiv teuer ist. Sowohl die Funkextender des Serval Projects als auch die Luftschiffe des Ingenium-Projekts müssen ja irgendwie refinanziert werden. Das heißt, es muss tatsächlich erstmal so sein, dass diese Katastrophe entweder medial die Aufmerksamkeit erzeugt hat, dass freie Spenden dafür zur Verfügung stehen, oder die UN muss bereit sein, Gelder dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist in Katastrophen nicht immer der Fall. In Syrien war es jetzt über 3 Jahre lang so, dass die bösen Kurden im Norden nicht versorgt wurden und dass dafür auch Gelder nicht bereitgestellt wurden. Man muss aber gar nicht in so Bürgerkriegsgebiete gucken, da reicht es schon, sich die Philippinen anzuschauen, 2013 nach dem Taifun Yolanda. Da war es nämlich so, dass das Hauptgebiet, das getroffen wurde, war die Insel Leyte und die war der Zentralregierung ein Dorn im Auge, weil dort lokal die Opposition an der Macht war. Das hieß für uns als Hilfsorganisation, die vor Ort gearbeitet haben, gab es massive Einschränkungen dadurch, dass der Staat einfach die Hilfeleistungen, die er hätte leisten können, gar nicht ausgeübt hat. Und wieder der Punkt, wenn die UN tätig werden will, muss die UN das immer mit der Genehmigung des existenten Staates machen. Das heißt, wenn der nicht mitspielt, hat die Bevölkerung vor Ort halt gelitten. Das ist der eine Punkt, der daran schwierig ist. Der zweite Punkt ist, gerade in Bürgerkriegsgebieten wie in Syrien, ist natürlich ein fest installiertes Luftschiff. Ich habe es vorhin zu den Krankenhäusern gesagt, sowas sind als allererstes die Anknüpfungspunkte, wo Anschläge und Sabotage ansetzen. Das wäre hier wahrscheinlich auch der Fall. Also das wäre natürlich sowohl für die Türkei, für den IS, für rivalisierende Brigaden, wäre es überhaupt kein Problem, dieses Kommunikationsnetz wieder lahmzulegen. Genau. Es gibt eine weitere Methode, das ist nämlich die Datensammlung via Crowdmapping. Dazu ist die App Ushahidi, ich glaube auch vor 2, 3, 4 Jahren, richtig an den Start gegangen, wobei ich auch schon Screenshots von 2010 gefunden habe.
Die Idee ist grundsätzlich natürlich total super, dass halt die komplette Community vor Ort gemeinsam die Daten sammelt. Das wollte ich mir gerade noch sagen zu dem Ding vorher. Immer wenn darauf verwiesen wird, Daten werden gesammelt, Daten werden analysiert, Daten werden an relevante Stellen weitergeleitet, muss man immer die Frage hinterher stellen, wer macht das denn? Ja, weil wenn man sich darauf verlässt, es gäbe eine Institution, das ist immer wieder eine Institution, die refinanziert sein muss und die auch in irgendeiner Art und Weise ja wieder eine ganz große Steuerfähigkeit erlangt darüber. Ne? Wenn ich die Informationen zentral leite, über eine Information bewerten soll, welche Informationen wichtig sind, dann gebe ich dieser einen Institution ganz schön viel Macht in die Hand. Das wäre hier anders beim Crowdmapping, wäre aber zeitgleich auch wieder das Problem. Crowdmapping heißt, jeder und jede könnte tatsächlich bei dieser App drauf zugreifen und könnte halt irgendwie eintragen, wozu sie gerade lustig ist. Jetzt geht man davon aus, natürlich, dass in Krisengebieten die Menschen nur ernsthafte Informationen dort eintragen würden. Da übersieht man aber, dass das humanitäre Geschäft leider auch perverserweise ein Riesenwirtschaftszweig ist, in dem es um Milliarden an Spendengeldern geht, sodass ich mal sagen würde, bei 900 Organisationen, wo auch kleine und Kleinstorganisationen dabei sind, wo keinerlei Zertifizierung dabei ist, was denn das Fachwissen dieser Organisation bedeutet, wäre ein reines Crowdmapping irgendwann eine Sammlung von Informationen, die genauso unüberschaubar wäre wie das Chaos, das es vorher gab. Unsere Idee dazu, aus all diesen Ansätzen, alle Ansätze sind eigentlich ganz gut oder haben halt einen richtigen Kernpunkt des Problems Katastrophe und Kommunikation erfasst. Bei allen Ansätzen ist aber das Problem, dass sie diese drei Teilbereiche von Katastrophe, von Kommunikationskatastrophe nicht vollständig erfassen. Entweder wird die Nummer Naturkatastrophe nicht erfasst, wie beim Crowdmapping, da brauche ich ein funktionierendes Netz, oder es wird der Punkt nicht erfasst, dass ein Staat vielleicht auch willentlich versucht, Kommunikation zu verhindern, oder es wird nicht erfasst, dass es diese zentrale Einheit, die alles analysieren und zielgerichtet weiterleiten kann, dass es die gar nicht gibt. Wir arbeiten momentan zusammen mit Professor Dr. Thomas Schwotzer von der HTW Berlin. Der hat ein Framework entwickelt, Sharknet nennt sich das. Da hatten wir vor einem Jahr mal angefangen. Es ist dann leider eingeschlafen, weil wir mit Syrien, das klingt jetzt zwar profan, aber einfach zu viel zu tun hatten, um das sinnvoll die ganze Zeit weiterzuleiten. Wir sind aber zumindest so weit zu kommen, Ideen zu entwickeln, wie denn so eine Lösung für Kommunikation in Katastrophe aussehen könnte, die jetzt zumindest so in Form von Mockups schon mal vorliegt. Und zwar, wie gesagt, wenn man so etwas angeht, dann muss man versuchen, diese ganze Situation mehrdimensional zu erfassen. Das heißt, auf der einen Seite muss ich schon mal anfangen und muss Organisationen erfassen. Welche Organisationen sind da und was können diese Organisationen? Ich muss aber auch weitergehen, ich muss Individuen erfassen in diesen Organisationen. Ja? Abgeleitet davon muss ich jetzt sagen, Organisation Cardus e.V. ist vor Ort mit drei Medizinern und Medizinerinnen, die können ja ganz unterschiedliche Skills mitbringen und ganz unterschiedliche Fachgebiete. Das ist etwas, was vor Ort tatsächlich ein Riesenproblem darstellen kann. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir machen eine mobile Klinik nach dem Erdbeben, ich habe einen Anästhesisten und eine Chirurgin dabei und dann kommt jemand mit einer massiven Augenverletzung. Und da stellt sich mir die Frage, wie finde ich jetzt unter 900 Organisationen und mehreren tausend Freiwilligen in einem Gebiet, das zerstört ist und wo ich gar nicht weiß, wo die alle campen, wo sie ihre Zentralstationen haben, wie finde ich da jetzt vielleicht einen Facharzt für Augenheilkunde? Das würde man dadurch lösen, dass man es mehrdimensional aufstellt. Nicht nur die Organisation muss da sein, sondern auch das Individuum mit den jeweils dazugehörigen Skills. Wäre halt so ein Beispiel, wie so eine Organisation aussehen könnte. Und dann müsste diese App, die man daraus entwickeln würde, die Möglichkeit geben, Angebote und Suchanfragen zu erfassen, sodass tatsächlich die direkte Kommunikation von Individuum zu Individuum möglich wird. Ja, ich kann sagen, ich brauche einen Anästhesisten, du kannst sagen, ich brauche eine Chirurgin, du kannst sagen, ich brauche eine Statikerin, können wir schauen, wie wir das austauschen können. Und das Ganze müsste natürlich noch kartenbasiert sein, damit ich tatsächlich diese Informationen weiträumig teilen kann. Das heißt, was wir versucht haben aufzubauen, ist eine kartenbasierte, verteilte Datenbank, die über Peer-to-Peer funktionieren sollte. Wenn ich denn auf dieser Grundkarte, die sich jeder sozusagen runterladen könnte,
einfach nur noch kleine Zusatzinformationen vermerke, diese Straße ist blockiert, hier sind noch Leichen zu bergen, hier ist ein Flüchtlingslager, das nicht versorgt wurde bislang, hier ist ein Haus, das einsturzgefährdet ist, dann sind die Datenmengen, die diesen PIN darstellen, nicht so groß, sodass unsere Hoffnung war, wir würden das beim Peer-to-Peer-Netzwerk tatsächlich hinbekommen. Unterstützt dadurch, dass wir sagen würden, mit Raspberry Pis könnte man unauffällig sogenannte Daten-Hotspots aufstellen. Denn auch in Katastrophengebieten gibt es eine Sozialstruktur, die sich sehr schnell und sehr deutlich abbildet. Das klingt auch mal so ein bisschen profan, aber da, wo es als allererstes wieder eine offene Kneipe gibt, da treffen sich irgendwann alle Hilfsorganisationen, so doof wie das klingt. Es gibt also gewisse Hotspots. Wo ist die UN OCHA, wo ist der Airport, wo ist die erste Bar, die aufmacht, wo sind Möglichkeiten, heiß zu duschen? Das sind Räume in Katastrophengebieten, wo sich über kurz oder lang alle Organisationen über den Tag irgendwann mal treffen oder zumindest einzelne Vertreterinnen treffen würden, sodass man dieses Peer-to-Peer-Netzwerk mit Hotspots, mit Datenknotenpunkten versehen könnte. Kurz zusammengefasst, also Natural Hotspots in Katastrophengebieten zu nutzen, zusammen mit diesem Peer-to-Peer-Netzwerk. Es wäre immer noch sehr sinnvoll, diese App, diese Datenbank, wenn denn die Netzwerke wieder funktionieren, weil sie dann immer noch natürlich die Daten erfassen könnten, untereinander weiterteilen könnten. Man kann es also ganz alleine für sich sogar benutzen. Wieder ein Beispiel aus der Praxis, wenn wir gerade einen Antrag schreiben wollen für Nordsyrien, dann fragen natürlich die Stiftungen, die ja Gelder ausspucken wollen, wie sieht die Lage vor Ort aus? Wie viele Gesundheitsstationen gibt es? Wie viele Krankenwagen gibt es denn vor Ort? Wie viele Refugee Camps gibt es denn vor Ort? Diese Informationen, die bekommen wir momentan nicht gesammelt, die könnten alle in so einer App auch mit gespeichert werden. Und wir könnten damit diese Ära von Zettel und Stift hoffentlich langsam der Vergangenheit angehören lassen. So viel von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt wäre ich offen für Fragen. Ich weiß nicht genau, wie ihr das macht mit Frage-Antwort. Ja, richtig. Kommen wir jetzt zur Q&A-Session. Mikrofon ist an. Erstmal super herzlichen vielen Dank, nicht nur für deinen Vortrag, auch für euer Engagement, was ihr dort vor Ort macht und wo ihr sehr viel Infrastruktur und eben auch Kommunikationsstruktur leistet, um sowas zu ermöglichen. Das Spiel ist immer das Gleiche. Wir machen jetzt eine Q&A-Session, aber weil wir ja drüben auch im Stream dafür sorgen wollen, dass die Kollegen, wie heißt es, die draußen jetzt vielleicht im Video sich anhören, geht bitte links und rechts, stehen jeweils Mikrofone, an den Mikrofonen dann die Fragen sozusagen rein, hat den Vorteil, dass dann das, was ihr sagt, auch sozusagen aufgenommen werden kann, damit die Menschen, die das im Nachhinein sich anhören, weil gerade dieser Talk war wirklich, ist prädestiniert dafür, auch nachgeguckt zu werden, wird bestimmt sehr gut verbreitet werden. Ja, dann einfach jetzt zu den Mikrofonen gehen. Ansonsten gibt es noch irgendwelche Sachen. Ich sehe auch drüben eben aus dem Internet, aus dem Weltnetz gibt es auch irgendwelche Fragen. Die werden wir dann danach verlesen lassen. Aber erstmal ja. Zur linken Seite oder von mir linken Seite. Ich nutze die Sekunde noch. Ja. Hier vorne liegen so kleine Flyer. Ich weiß, Offline World. Aber das sind nochmal unsere Kontaktdaten drauf, wen dieses Projekt interessiert. Wir sind über Kontaktaufnahme immer sehr, sehr dankbar. Da sind auch so E-Mail-Adresse und was man so hat. Steht, könnt ihr euch sehr gerne mitnehmen. Okay. Und eine Sammelbox steht da auch. Ja. Also mein Name ist Magdalena Sassen. Ich lebe, arbeite und wohne seit 1968 in Hamburg. Und als Wahlheimat und als Flüchtling, Wirtschaftsflüchtling und Ausbildungsflüchtling aus Nordrhein-Westfalen. Meine Frage zielt darauf hin, Zwei Fragen. Können Sie den Flächenmaßstab von Syrien und dem ganzen Kriegskontinent, sage ich jetzt mal, vergleichen mit einem europäischen Land? Das war die erste Frage. Zweitens, zu Ihrem Krisenmanagement in Berlin ausgearbeitet, möchte ich Folgendes sagen. Stellen Sie sich vor, ein Atommeiler wie Fukushima, hier in Europa geht kaputt. Was für ein Krisenszenario
und Katastrophenhilfeprogramm werden wir erwarten können, wenn unsere Politik und Regierung nicht mal in der Lage ist, innerhalb der Zeit das Flüchtlingsproblem hier so zu organisieren und gestalten. Das macht mich derart betroffen und wütend, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich noch an meine positive Zukunft denken kann. Ich möchte eigentlich hier noch in Europa 30 Jahre leben. Dankeschön. Ich freue mich, wenn Sie mir diese beiden Fragen beantworten. Und nochmal herzlichen Dank für diesen hervorragenden Vortrag. Ich werde vieles davon weitergeben können. Die eine Frage ist kurz zu beantworten. Syrien, ich würde jetzt mal so sagen, das müsste ungefähr die Größe von Frankreich haben, das Land Syrien selber. Aber so genau, da würde ich Onkel Google mal ins Rennen schicken wollen. Die Grenze, die Nordgrenze von Syrien zur Türkei, und es geht ja dann quasi bis zu der Ostgrenze, die hat sowas um die 800 bis 1000 Kilometer. Das ist so ungefähr der Maßstab. Zu der zweiten Frage muss ich ganz klar sagen, da kann ich leider nicht viel zu sagen, denn diese Krisenhilfe in diesen Maßstäben ist in industrialisierten Ländern wie Deutschland ganz anders aufgestellt. Es gibt hier Hilfsorganisationen wie das THW, wie das Deutsche Rote Kreuz, Malteser UNITA und so weiter und so weiter. Den Verweis zu der Flüchtlingskrise, sogenannten Krise, ich finde das Wort ja furchtbar. Da würde ich jetzt mal nicht als Kadus antworten, sondern meine persönliche Meinung, weil das ist nicht rückbesprochen. Ich glaube, dass eine andere Versorgung natürlich möglich wäre. Ich habe halt lange für eine deutsche Hilfsorganisation auch gearbeitet, die in Deutschland tätig ist. Es ist so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr umfassendes Bevölkerungskatastrophenschutzprogramm aufgestellt wurde. Es sind unwahrscheinliche Ressourcen da bei all den großen Hilfsorganisationen. Das THW ist eine sehr gut finanzierte Bundesanstalt. Die vier großen Hilfsorganisationen, ASB, UNITA, Malteser und Rotkreuz, sind riesige Organisationen mit einem riesigen Katastrophenschutz. Dass es Zustände in Berlin wie vor dem Lage so geben muss, dass Menschen, dass 1000 Menschen über Nacht in der Kälte stehen, das glaube ich nicht, dass das nicht bearbeitbar wäre. Wir haben auf einer anderen Veranstaltung auch eine Vertreterin des der Abteilung Gesundheit aus dem Senat da gehabt, wo wir gefragt haben, warum wird denn nicht das in Gang gesetzt, was eigentlich da wäre. Es gibt tatsächlich ein sehr umfassendes Katastrophenschutzsystem, wo gesagt wurde, ja, das würde ja auch nichts bringen, wenn Katastrophenfall jetzt ausrufen würden, das halte ich für falsch. Ja, man hat da gesagt, es gibt zwei Argumentationen. Das eine Argument, was immer gebracht wird, ist, man möchte ja Geflüchtete nicht als Katastrophe bezeichnen. Das halte ich für vorgeschoben, weil bei der Oderflut hat man auch gesagt, die Menschen, denen jetzt das Wasser zum Knien steht, das ist auch eine Katastrophe. Also da sehe ich den Unterschied nicht. Und der zweite Punkt ist, es würde halt nichts bringen. Das stimmt meiner Meinung nach nicht. Das THW, Rotkreuz, wären ganz easy in der Lage, die Zuwanderung, die momentan stattfindet, viel menschenwürdiger abzufangen. Das ist mehr oder weniger beispielhaft. Vielleicht zu dem Thema, was passiert bei einer großen Katastrophe. Das THW hat ein Datenprojekt, das dafür da ist, die großen Hilfsorganisationen hier zu vernetzen. So ein Datenprojekt, da haben wir auch ein bisschen abgeguckt, wie man so vielleicht eine oder die andere Sache organisatorisch lösen könnte. Solche Geschichten sind natürlich komplett internetbasiert, weil man hier davon ausgeht, wenn eine Katastrophe stattfindet, dann hat man eben das technische Know-how und die Ressourcen von einer Bundeswehr, von einem THW, von Nachbarstaaten etc. zur Verfügung. Etwas, worauf wir in Trikotländern einfach nicht zugreifen können. Okay, ich sehe, wir haben noch 7 Leute an Mikrofonen und noch Fragen aus dem IRC. Wie viele einmal kurz anzeigen? Noch 2, also haben wir 9 Fragen, 25 Minuten, nur damit ihr in etwa so die Timeslots euch vorstellen kann. Ich wechsle mal ab, damit es keine Bannenbildung gibt. Hier vorne das rechte vordere Mikrofon, bitte. Okay, ich frage mich, wenn man zum Beispiel irgendwie WLAN Access Points oder sowas zum Beispiel in den Bereich stellt, inwieweit man das verstecken muss. Also sind die vom zum Beispiel IS in der Lage, sowas zu orten, oder reicht es, wenn man eine Kiste drum macht und die irgendwie in Tarnfarben anmalt, und dann finden sie es wahrscheinlich eher nicht? Also um den IS und um den Geheimdienst des IS, da ranken sich wahnsinnige Gerüchte. Manche sagen, der ist so gut aufgestellt, man darf nicht mehr bei Facebook irgendwas posten, sollte man ja eh nicht, ich weiß.
Andere sagen, die sind auf einem Niveau von anno dazumal. Ich würde halt mal so sagen, alles, was ein beständigerer Infrastrukturpunkt ist, der auch bekannt wird, ist ein Risiko in den Gebieten, die halt in Anführungszeichen noch umkämpft sind. Ich kann das nur für die Gesundheitsstationen sagen, die sind jetzt auch nicht groß außen markiert, aber irgendwann ist halt bekannt, wo halt verletzte Menschen versorgt werden. Und wenn man die langfristig dort hat, und so ähnlich würde es halt bei Stromgeschichten, bei Generatoren und so weiter, alles, was eine beständige Infrastruktur ist, ist natürlich Anschlagsziel in Bürgerkriegsgebieten. Deswegen meine Kritik, dass ich denke, in solchen Situationen sind halt sehr deutlich sichtbare Strukturmaßnahmen nicht allzu geeignet. Und deswegen fand ich so diese Idee mit den Raspberry Pi so sexy und ein Tisch in der Bar, das wäre vielleicht eine ganz gute Lösung. Okay, dann hinten rechts bitte. Ja, ich bin Karl aus den Niederlanden und ich habe noch eine Frage. Vergessen Sie nicht ein sehr großes Netz, das Netz der Radiosendamateure und der Packet Radios? Ja, mit Sicherheit. ich kann dazu gar nichts sagen. Kommen wir gerne mal in Kontakt, wenn es da Möglichkeiten gibt und Ideen gibt, das sozusagen on top dazu zu nehmen. Zum Beispiel mit der Überflüssigkeit in die Niederlande und England in 1953 fällte das Strom- und Telefonnetz aus und die Radiosendamateure werden Berichten tragen, wo da Verletzte sind, wo da ein Krankenhaus sind, wo Flüchtlinge empfangen können wollen. Das müssen Sie nicht vergessen und das ist ein weltweites Netz. So, dann jetzt eine Frage aus dem Internet, IRC. Ja, die erste Frage, damit dieses System, diese Datenbank funktioniert, müssen ja alle auch, also auch die Großen mitspielen. Ist das überhaupt realistisch? Ich glaube schon. Die Frage wurde schon öfter gestellt. Ich glaube, da gibt es zwei Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das eine ist natürlich, dass UN-OCHA selber mit Sicherheit ein großes Interesse hat, dass es so Systeme gibt. Sie haben nur keine eigenen Forschungsgelder, um halt diese Systeme anzustoßen. Und die zweite Schraube ist halt, dass das Personal, das im Feld arbeitet, sehr große Lust dazu hat. Die Großen, und das ist vielleicht auch Teil so einer gewissen Hilfsorganisationskritik, ein ganz großes Interesse, die Kommunikation sehr deutlich zu verbessern, gibt es von organisatorischer Leitung, manchmal nicht unbedingt. Was ich schon meinte, es ist ein riesen Wirtschaftsfeld und man hat auch ganz gerne den für sich abgegrenzten Part, wo man sich medial sehr gut einzeln darstellen kann. Das heißt, Gelder werden dann mit Sicherheit nicht freigesetzt, aber wenn so eine Lösung angeboten wird, die nichts kostet und nur was bringt und die UN-OCHA dazu sagt, das macht Sinn und das Working Field Personal auch noch sagt, so ja, auf jeden Fall, dann können sich die Organisationen da eigentlich nicht verweigern. Dann hinten links bitte. Was den Aufbau der Infrastruktur angeht, bin ich ganz spontan über dieses Mesh-Netzwerk auch an Freifunk erinnert worden, bei dem mit extrem geringen finanziellen Aufwand du ja auch ein ziemlich großes selbstorganisierendes Netzwerk aufbauen kannst. Also wenn du da, was weiß ich, 200, 300 Router hast, die du ins Feld reinschmeißt, die Dinger sind unauffällig, die siehst du nicht, das Einzige, was sie brauchen, ist Strom. Und dann mit irgendwie Raspis oder sonst irgendwas dahinter, was halt auch unauffällig ist und ein bisschen Plattenplatz und Speicherplatz hat, dann glaube ich, bist du da auf einer Möglichkeit, relativ unkompliziert irgendwas aufbauen zu können. Und selbst wenn einer dann zerbombt wird, stellst du halt den nächsten hin. Die 20 Euro machen den Kohl dann auch nicht fett. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt wäre eben auch die Frage gewesen, inwiefern diese eigenentwickelte App tatsächlich eine Chance hat, auch in die Breite eingesetzt zu werden. Und ob die Datenstrukturen, die dahinter stecken, tatsächlich, die ihr aus eurer Sicht entwickelt habt, ob die tatsächlich für alle Hilfsorganisationen dann auch passen. Wäre so die Frage gewesen. Also es ist so, dass wir in der Entwicklung natürlich auch noch versuchen, andere Organisationen mit reinzuziehen, in Gesprächen stehen, auch mit einigen wenigen größeren Playern, bei denen wir denken, dass sie so als Flaggschiffe taugen würden. Also wir sind durchaus nicht so arrogant zu glauben, dass wir die Lösung für alle bieten, sondern versuchen da schon auch Fachwissen von außen mit dazu zu holen. Mit den Freifunklern stehen wir tatsächlich auch in Kontakt. Und es gibt Menschen, die halt Interesse haben, da bei der Entwicklung noch mitzuschauen. Und ich denke, genau die Lösung wird halt nachher eine Mischung sein aus verschiedenen Lösungsansätzen, die es bislang schon gegeben hat. Danke. Vielleicht noch kurz noch eine Anmerkung zu dem Katastrophenschutz. Ich habe es
in meiner Vergangenheit auch schon oft erlebt, dass der Katastrophenfall sehr, sehr ungern ausgerufen wird, weil da tatsächlich komplett andere Organisations- und Machtstrukturen plötzlich zum Tragen kommen. Also ja. Du hast ja wahrscheinlich, weißt ja wahrscheinlich genauso gut wie ich, wie stark die Katastrophenschutzeinrichtungen, die Katastrophenschutzplanungen zurückgefahren wurden in den letzten 20 Jahren. Ja. Von daher, ja. Ja. Dann hier vorne links bitte. Hallo, hallo, erstmal danke für den Vortrag und für die schönen Anregungen. Ich frage mich, wenn ihr eine verteilte Peer-to-Peer-Datenbank aufbaut über Standorte von Infrastruktur, inwiefern schützt ihr denn die Helfer und die Organisationen, dass die nicht missbraucht werden, um dann wieder gezielte Angriffspunkte zu sein für Kriegsparteien? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich muss man da wieder den Einsatzfall sich anschauen. Im Fall einer Naturkatastrophe ist es ja sogar gewünscht, dass die Informationen gespreadet werden und so viele Einsicht bekommen wie möglich. Für den Fall Syrien ist es tatsächlich eine Fragestellung, an der wir arbeiten. Genauso wie halt an einem Sicherheitsprotokoll, was es vielleicht verhindert oder wie man halt möglichst verhindern kann, dass Falschmeldungen in so einer Datenbank auftauchen. Das ist momentan noch etwas offene Frage, an der wir arbeiten. Die finde ich genauso spannend wie du. Da kann ich aber vielmehr auch nicht. Jetzt würde mir so ein IT-Fachmensch fehlen, der da vielleicht mehr Ideen zu hat. Ja, dann hier vorne rechts wieder bitte. Ja, und eine Kollegin hat ja schon gesagt, Low-Tech ist sehr sinnvoll. Das UNHCR hat dazu auch Case Studies, ebenso das ICRC. Also vielleicht setzt euch mit denen ein bisschen in Verbindung. Mhm. Freifunk ist ganz wichtig, finde ich, weil das ist eben halb passiv. Mhm. Da kann man gut arbeiten. Und das ist aus und die meisten Use Cases, die sie sich rausgesucht haben, waren aus den 40ern bis 70er, 80er Jahren. Das heißt, sehr, sehr viel einfache Technik mit landgebundenen Kabeln und so weiter, die auch vor Ort jemand, also sagen wir der lokale Dorfschmied reparieren kann. Mhm. Ja. Ja, damit spread ich es auch. Ja. Zu den Daten von der App auf jeden Fall verschlüsseln, sonst hast du da potenzielle Todeslisten, das ist nicht gut. Ja. Und zur Flüchtlingskrise, diese Sachen mit den großen Hilfsorganisationen, die arbeiten auf Einladung. Das heißt, viele der Helfer und viele der Infrastruktur darf gar nicht eingesetzt werden, sofern der Staat es nicht beantragt. Und soweit ich das weiß, wurde schon angefragt, ob sie deployen dürfen und sie durften einfach nicht. Ja. Also die helfen dann privat, aber nicht mehr mit dem Backing. Das war auch durchaus als Kritik am Start deutlich gemeint. Okay. Ja. Ja, wir haben noch 5 Fragen, 15 Minuten, nur fürs Timeslots. Jetzt... Okay, ja. Ich versuche mich kurz zu halten. Meine Frage betrifft nicht den Katastrophenteil, sondern eher den Konfliktteil eurer Arbeit, eure Arbeitsbereiche und betrifft den Schutz vom zivilen Sicherheitsbedürfnis bei der Förderung von lokalen Protestorganisationen. Und zwar genauer wie NGOs. Im Fall von eurer NGO oder allgemein den Schutz vor die Zivilbevölkerung vor katastrophalen Folgen von der Aktivität von westlichen NGOs schützen können. Ich wiederhole die Frage nochmal. Entschuldigung, ich bin immer nervös, ich spreche selten vor Publikum. Aber ich versuche es nochmal mit der Frage vorweg und dann erläutere ich das an ein, zwei Punkten. Wie gewährleisten NGOs die Zivilbevölkerung vor potenziell katastrophalen Folgen durch die Aktivität westlicher NGOs in Konfliktgebieten zu schützen? Ich will das an einem Schema für Aktivismus erläutern. Man kann Menschenrechts-, sozialen Aktivismus und sowas dergleichen in verschiedene Punkte vielleicht unterteilen. Einmal gibt es die Sache, den Weg und das Ziel. Im Beispiel von NGOs, die Infrastruktur für Protestbewegungen in der arabischen Welt zum Beispiel unterstützt haben.
die haben das Ziel, die Menschen dort vor staatlicher Repression zu schützen. Die Strategie, die verfolgen, ist der Aufbau von Infrastruktur. Und die Frage noch nicht. Das Ziel ist, Menschenrechte und Demokratie zu fördern. Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche. Es tut mir leid. Sag einmal bitte die konkrete Frage, weil ja. Wir haben, wie heißt es, noch 5 andere und aus dem Internet. Ich verstehe. Und das soll kein Monolog werden, bitte. Es tut mir leid. Aber es erfordert, manche Fragen komplett. Ja, das glaube ich dir, darum komm jetzt bitte zur Frage. Genau. Okay. Im Fall von Syrien, die Frage ist, wie kann man in Zukunft verhindern, dass, wie im Fall von Syrien, westliche NGOs den lokalen Aktivisten, den Freiheits- und Menschenrechtsaktivisten, ein Versprechen geben, das nicht eingehalten werden kann. Beispiel, bevor der Syrien-Konflikt eskaliert ist, gab es Investitionen in Kommunikationsstruktur durch Awas zum Beispiel. Und es gab aber auch externe Akteure, also Staaten, die auch das Land destabilisieren wollten. Wie kann in Zukunft... Kann ich nur kurz sagen, okay. Kann ich nicht viel zu sagen. Ja. Also tatsächlich ist mir jetzt nicht so bekannt, dass Hilfsorganisationen, also okay. Versprechen vielen einhalten. Dank für die, ja. Vielen Dank für die Frage. Gehen wir weiter. Wir kommen jetzt zu der Frage aus dem Internet und dann geht wieder den Kreis rum. Ja, vorher noch eine Anmerkung von Twitter. Syrien hat 28,7% der Fläche von Frankreich zum Vergleich. Und als Frage, gibt es Fälle von Sabotage bei oder gegen Hilfsorganisationen? Ja, das habe ich ja vorhin gezeigt. Zum Beispiel das Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen. Oder zum Beispiel auch das andere Krankenhaus, das vorher zu sehen war. Es ist tatsächlich so, dass halt Hilfsorganisationen gerade vom IS vermehrt das Ziel sind, auch mit der Idee natürlich, darüber eine Angst zu schüren, die dafür sorgt, dass die Helfer, Helferinnen abgezogen werden und die Zielwirkung nicht versorgt wird. Das hat zum Teil geklappt. In Aleppo arbeitet niemand mehr, meines Wissens. Auch ich würde mich da nicht hintrauen, ganz klar. Und zum Beispiel im Fall von MSF, die dürfen momentan auch nicht mehr mehr oder längere Tage in Kobane bleiben. Die müssen tatsächlich jeden Tag das Land verlassen, um in der Türkei zu übernachten, wobei ich mich gerade frage, ob das da jetzt gerade sicherer ist. Aber das ist natürlich was auch eine Folge davon ist, dass diese Einrichtungen tatsächlich gezielt angegriffen wurden. Okay, jetzt hier vorne, hinten links bitte. Lieber Kollege, vielen Dank für die Info. 28% von Frankreich ist die Fläche von Syrien. Ja. Ich frage jetzt, Stichwort Flying Doctors. Wie können die Hilfskräfte sich dort fortbewegen, nicht gerade mit einer Cessna oder so, wenn die... In Syrien meinst du jetzt? In Syrien, ja. Da wurden so Sachen, so Autos. Ja. Also, es gibt in Syrien zurzeit keinen Flugverkehr, außer von den Resten der syrischen Luftwaffe von Assad und den bekannten internationalen Akteurinnen. Mit anderen Worten, wenn die geordert werden, woher auch immer, können die das Ziel ja vielleicht gar nicht mehr erreichen, weil es nicht mehr da ist, oder was? Was? Die Hilfskräfte oder Ärzte, Flying Doctors, die Sie geordert haben von der Organisation, den Anästhesisten da und den Operateur da, pipapo, entschuldigen, dass ich mich so ausdrücke. Wenn Sie die ordern und die können doch nicht innerhalb von einer bestimmten Zeit vor Ort sein, das ist doch ein ganz enormer Aufwand per Auto, wie Sie sagen, oder LKW. Mit und ohne Hilfsgüter kommen. Ist es halt so, in Syrien... Problem der Logistik. Ja. Von den Einsatzorten tatsächlich, wo halt Krankenwagen zurzeit gebraucht werden, bis zu den Zentren der Versorgung wie Krankenhäusern, klar, da muss man teilweise mit 3 bis 4 Stunden Fahrt rechnen. Das stimmt schon so. Ja. Ist halt Kriegsgebiet. Ja, dann hinten rechts bitte nochmal. Ja, Stichwort Stift und Papier. Wir haben ja jetzt diese tolle Smartphone-Technologie und wollen die natürlich auch einsetzen, weil Postsingularität bla bla. Aber es gab ja auch schon, bevor es das gab, Entwicklungshilfe. Sind die Kompetenzen und Möglichkeiten aus dieser Zeit bereits im Einsatz und
daraus folgt diese Organisationskatastrophe, die Sie jetzt bei Haiti beschrieben haben? Mhm. Oder sind diese mehr oder weniger zusammengebrochen und könnten als Übergangslösung vielleicht doch noch angeschlossen werden? Na, ich glaube, man muss dazu vor allem sehen, dass sich diese Hilfsorganisationslandschaft massiv verändert hat. Also in den letzten 30 Jahren sind so unglaublich viele neue Hilfsorganisationen entstanden. Es gab ja eine sehr manifeste Kritik beginnend in den 80ern an den großen bekannten Hilfsorganisationen. Da gab es Desaster wie in Ruanda etc., woraus sich eine Kritik entwickelt hat, wo sehr viele kleine Organisationen nachgeschossen sind. In den Zustand, dass 900 Organisationen auf so einer Halbinsel wie Haiti unterwegs sind, das hat es vor 30 Jahren nicht gegeben, weil schlicht und ergreifend nicht so viele Organisationen bestanden haben. Das heißt, dieses Organisationschaos hat sich auch durch den Anstieg der Anzahl der Organisationen auch zum Teil erst entwickelt. Danke. Okay, nehmen wir jetzt noch mal eben kurz die Fragen aus dem Internet. Alle anderen Fragen und die noch am Mikrofon stehen, im Zweifelsfall hinterher, du bist ja bestimmt noch ein bisschen hier, dann sozusagen im Direkt-Talk angehen. Liebes Internet. Ja, hier sind noch zwei Fragen. Habt ihr die Skalierbarkeit mal abgeschätzt? Wenn hier wirklich viele Clients dabei sind, könnte es eng werden in den Funknetzen? Also tatsächlich gibt es sowieso eine Debatte darüber, dass man halt überlegt, wen möchte man eigentlich vernetzen. Da bin ich jetzt mal ganz kritisch. Wenn da tatsächlich diese Ein-Menschen-Organisation, die mit einem Koffer unsortierter Medikamente in die Regionen reisen, das wird auch weiterhin so sein, dass das Satelliten sind, die dort rumkreisen, die man nicht einfangen wird. Wobei der Punkt dann auch ist, wenn es Menschen mit hohen Skills sind, dann werden die nicht einfach so in der Regel da aufschlagen, sondern ein sehr erfahrener Chirurg, eine erfahrene Statikerin, die aus dem Arbeitsleben sich die Zeit frei boxt, um dorthin zu gehen, die wird sich vorüberlegen, welcher Struktur schließe ich mich an. Das heißt, es wird immer so sein, es wird eine Menge an Satelliten geben, die man über so ein Datennetzwerk auch nicht erreichen wird. Das muss man einfach mit einkalkulieren. Die zweite Frage? Und die zweite Frage wäre als Zusatzfrage zu Fueri oder davor noch, da gab es auch Sabotage zwischen Hilfsorganisationen. Ich würde es mal nicht Sabotage nennen, es gibt unschöne Szenen. Es gibt unschöne Szenen, es gibt Platzhirschgehabe, gerade Haiti war tatsächlich so ein bisschen Goldgräberstimmung. Teilweise, da wurden Claims abgesteckt und man musste teilweise als Einsatzpersonal so ein bisschen hilflos dabei zusehen, wie auch dann die Organisationen auf Entscheidungsebene miteinander ins Gehake gekommen sind und wo halt sinnvolle Kooperationen nicht eingegangen wurden, weil es nicht gewollt war. Das muss man deutlich so sagen. Es ist tatsächlich ein Punkt, Organisationen in humanitären Hilfe leben zum großen Ganzen von Spenden und da gibt es einen Kampf mit teilweise harten Bandagen. Soweit in Richtung Sabotage würde ich jetzt nicht gehen. Mir hat noch keiner Abführmittel ins Essen gemacht, aber mal gucken. Ich hätte eine Frage zu der mobilen Krankenstation. Und zwar werden ja auch Hospitäle und sowas ab und zu mal von Freunden Militär beschossen. Wie gut ist denn da die Kommunikation zwischen den Leuten vor Ort und dem Militär und vor allem bei der mobilen Station? Wie wird denn da die Kommunikation sichergestellt? Also ein gewisses Restrisiko bleibt immer. Also dass halt auch Krankenhäuser, ihr kennt ja den Fall von Ärzte ohne Grenzen und dem amerikanischen Militär, das war mit Sicherheit auch vorher kommuniziert, wo dieses Krankenhaus halt war. Es ist so, dass in den nordsyrischen Gebieten eine gute Kommunikation besteht, weil man sich einfach kennt, weil wir länger dort arbeiten, sodass wir den Milizen, die dort tätig sind, durchaus sagen können, wo wir stehen und wo wir keinen Granatbeschuss wollen. Es ist aber auch so, man muss jetzt in Nordsyrien jetzt nicht so vorstellen, Menschen denken immer, da wird überall in jedem Ort gekämpft, das ist ja nicht so. Der gelbe Bereich, der vorhin gezeigt wurde, ist wirklich flächendeckend eigentlich von Kampfhandlungen befriedet. Und da, wo die Grenzen ineinander übergehen, dort gibt es dann eine klassische Front, wo halt gekämpft wird. Wenn man jetzt nicht so verrückt ist und ein mobiles Krankenhaus in der Frontlinie aufbaut, sondern dort, wo die Zivilbevölkerung die Versorgung braucht, die ja auch nicht an der Front rumspringt, dann kann man da eigentlich relativ gesichert sein und hat eher das Problem tatsächlich von Anschlägen. Und da ist eine der Ideen, tatsächlich das mobile Konzept zu nutzen, um nicht langfristig um die Planbarkeit von Anschlägen einfach massiv zu erschweren. Okay, danke.
Oh, da kommt noch eine Frage. Hinten rechts, bitte. So, last but not least. Nummer eins, danke mal für deinen Einsatz, weil das zu tun, glaube ich, fordert danke. Schon sehr viel Encouragement. Und ja, man hört sich, ich komme aus Österreich und ich komme auch aus dieser Gegend rund um, also circa 40 Kilometer von Spielfeld entfernt, diesem Übergang, wo jetzt sehr viele tausende Flüchtlinge durchgegangen sind die letzten Monate. Die Frage, die sich mir vor allem stellt, weil ich dort vor Ort mit vielen Hilfskräften und auch Beamten gesprochen habe, wie oft wird ihr ausgewechselt? Also wie schauen bei euch die Circles aus, die Turnuszeiten vor Ort? Wie lange seid ihr hier im Einsatzgebiet und wie kannst du auch ab und an mal relaxen, dass du überhaupt das erträgst? Da kann ich ganz klar keine klare Antwort zu geben, weil das extrem organisationsabhängig ist. Also ich weiß das von Ärzte ohne Grenzen, dass sie zum Beispiel in der Regel in ihren Hilfseinsätzen, wenn es um eher Entwicklungszusammenarbeit geht, von 3 Monaten ausgehen, 3 bis 6 Monaten. Die man vor Ort sein sollte. Da hat jede Organisation für sich so ein bisschen ein eigenes Safety-Protokoll entwickelt. Bei uns ist es so, da wir momentan noch vollkommen ehrenamtlich sind, können wir uns das nicht so gut aussuchen. In der Regel ist es, dass wir nicht länger als 2 bis 3 Wochen ins Bürgerkriegsgebiet gehen, weil das tatsächlich eine hohe Belastung ist. Was die Refugee-Hilfe gerade anbelangt, das heißt die Lesbos-Geschichten, da ist es ja anders planbar und der Rückkehr in eine Normalität ist auch relativ einfach. Da kann man auch in die Unterkunft gehen, die Tür zumachen und hat wieder in Anführungszeichen eine andere Normalität als in einem Bürgerkriegsgebiet. Da kann man durchaus auch länger bleiben, aber das bestimmen Organisationen für sich quasi intern. Es gibt leider gerade bei der Refugee-Frage leider sehr, sehr viel auf freie Volunteerkräfte abgeladen wird, gibt es da durchaus Menschen, die seit 2 Monaten irgendwo in diesen Grenzregionen unterwegs sind und sich auch ganz massiv kaputt machen. Also denen gilt mein ganzer Respekt auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir hinten links jetzt zur letzten Frage, just in time. Hört ihr mich? Ah, so geht's. Das ganze Hilfsgeschäft ist ja irgendwie so ein bisschen Community-getrieben, zumindest wenn man die Spender mit einbezieht. Und jetzt nochmal zu dem technischen Aspekt eurer Lösungsansätze. Habe ich bisher in deinem Talk den Begriff Open-Source-Community vermisst. Seid ihr auch da irgendwie in der Richtung unterwegs, dass ihr versucht, eben einfach technisches Personal zur Entwicklung von Lösungen aus der Open-Source-Community zu akquirieren? Total. Ist einfach ein Begriff, den müsste ich mir wieder bei Wikipedia suchen. Aber wenn ich richtig verstehe, was du meinst, dann ja, total. Also es gibt viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen, die da gerade ein Interesse zeigen, mitzuarbeiten. Und das ist ein bunter Kreis gerade. Bin gespannt, wie das wird. Aber ja. Ja, wunderbar. Damit haben wir erst den ersten Talk des Tages hier in Saal 6 erleben dürfen. Also ich bin nachhaltig begeistert. Einen herzlichen Applaus an Sebastian Jünemann. Applaus.